Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Gear. Ich check mal kurz, dass die alle getötet. Die sind alle hochgeheilt. Ich werde dann nämlich, zumindest habe ich es dementsprechend so geplant, dass ich jetzt, okay. Erstmal check ich einmal kurz, wie das mit dem Rüstung und dergleichen aussieht. Oh, Fancy Lit könnte ich einmal kaufen. Und die sind leider alle zu teuer, dafür muss ich ein bisschen Gold farmen, theoretisch. Okay. Aber ich wollte ja jetzt... Ich wollte jetzt nochmal in die Item World zurück. Ich habe ja die Truppe ein bisschen weiter hochgebracht. Eigentlich fast alle so um ungefähr ein Level weiter hochgebracht, um genau zu sein. Und... Okay, Idea ist die Level Up noch nicht geschafft, aber kann es in der Item World schaffen. Edna haben wir ja auf Level 8 gebracht. Lahal auf Level 13. Und nach der Item World wollte ich dann ja nach Möglichkeit... Ja. Health Parents. Attack 55 ist schon ganz geil. Ja, Sword, also Ninja Sword, Floor 7 sind wir, Resident Level, aber finde ich interessant. Da könnte man theoretisch auch überlegen, nochmal ein paar der anderen Dinger hochzubuffen, aber nicht jetzt. Jetzt erstmal. So, okay, da ist offenbar noch was. Den sollten wir, glaube ich, am besten... Warte mal. Du bist... Oder wer ist das, den wir... Ah, Carol. Den sollten wir checken. Der ist der, der uns noch einen Sonderbuff offenbar dann gibt, wenn wir den killen. Und der greift auch erstmal die anderen an. Gut. Die sind gerade alle um den Level 10er Bereich, Level 11er. Okay, das ist Mage. Den sollten wir, denke ich... nach Möglichkeit schnell wegbekommen. Da kommen wir so nicht hin. Warte mal. Aber dagegen können wir was... können wir schon mal ein bisschen was machen. Und zwar Liz. Einmal Special Megafeuer. Haben wir gleich Spaß mit den ganzen? Okay. Ich stelle die alle nicht auch extra gerade nicht aufs Blaue. Flon stelle ich dahin, denn gut, ich müsste jetzt halt mal schauen. Ich bekomme Lahal nicht direkt daran, dann stelle ich ihn dahin. Edna, dich bekomme ich da auch nicht ran. Danke sehr. Dann stelle ich dich dahin. So, Planer erstmal hierhin. Du greifst das Geosymbol mal an. Baldi greift auch das Geosymbol an. Ellie stelle ich dahin. Mit du greifst. Ah, du kannst Darby angreifen. Dann mach das. Warte mal. Das möchte ich schauen. Wenn das jetzt passt, dann. Okay, Dark Flat. Oh, interessant. Aspera. Ist. Was macht das jetzt genau? Was macht das Cure... Ah, Cures Ailments. Okay, das ist natürlich auch geil. Poison Arrow. Passt perfekt, gut. Dann vergiftest du ihn mal. Dadurch wird auch Poison Arrow stärker. Also, dich schicke ich dann nochmal dahin. Und du... hierhin. Und erstmal Execute. Okay, damit ist der weg schon mal. Kommt schon. Poison. Ah, shit. Das könnte gleich schmerzhaft werden. Ah, dem fehlen noch 57.
Dem noch 34. Gut. Ich kann gerade nichts mehr machen, deshalb bin ich mal zu. Mal sehen, was die da für Spaß haben. Ich gehe mal davon aus, dass sich da jetzt alle mehr oder weniger bekäppeln werden. Aua. Ich muss definitiv dafür sorgen, dass mein... Ich kann gerade nichts sehen, das ist etwas störend. Die machen gar keinen Schaden an ihm? Oder was? Alte Schwede. Okay, der hat noch 106 Leben. Und der knüppelt die da gut zusammen gerade. Okay. Gibt's Schlimmeres für mich? Gut. Gut, du schießt nochmal aufs Geo-Symbol. Und Baby haut auch nochmal drauf. Du greifst auf jeden Fall nochmal und dann erstmal Execute. Autsch, oder? Hm. Okay. Obwohl, ich kann Flon ja noch bewegen. Dann bewege ich mal Flon dahin. Edna bewege ich dahin. So, Edna, Geo-Symbol angreifen. Dich bewege ich dahin. Und du... Nein. Dich bewege ich dahin und du heilst sie erstmal hoch. Execute Nummer 2, gut. Warte mal, das sind jetzt alle... Ah, okay. Okay, der hat die Grünen jetzt nicht losgeschickt, gut. Wie sieht es hiermit aus? Okay. Carol wird noch ein Spaß, aber der wird wahrscheinlich die ja vorher noch... Okay, Baggins wird auch noch so ein Spaß da werden. Polly mit einem Schwert. Safrana. Aha. So. Auf jeden Fall schicke ich jetzt die Truppe weiter nach vorne. So, Planer. Schön. Kann ich wohl nicht so weit nach vorne schicken, wie ich gerne hätte. Super. Gut. Ich bewege ich dann mal dahin. Ja, okay. End Turn. Die haben dann noch ihren Spaß da alle. What, Nigga hier? Was geht da unten ab? Achso, okay. Okay, wenn die da ihren Spaß dran haben, kann mir das relativ egal sein. So, gut. Ich schicke erstmal da oben hin. Du schießt dann mir einmal erstmal auf... Hat man das erstmal Geo-Symbol? Oh. Auf Sarafan auf jeden Fall. Die hat... Ach, okay. Du kannst einmal auf das Geo-Symbol schießen. Euch schicke ich mal... dahin ein bisschen weiter. Ihr solltet langsam mal danach kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine längere Folge dauern werden könnte hier. So, execute einmal. Okay. 80, gut. Oh, fuck. Da erwischt es zwei von meinen. Gut,
Teflon. Kannst du dich auch... Nein, dich selber kannst du damit offenbar nicht heilen. Gut. Dann... Das hier mal Flon. Ich kann dich nochmal dahin bewegen. Ja, das war's. Ich lasse die sich mal ein bisschen weiter verdammt prügeln. Aber. Am lustigsten wäre es natürlich, wenn der schafft, da die ganze Truppe dort aufzureiben und selber überlebt, weil dann kann ich absnacken gehen und den dann killen. Okay. Wie mache ich das hier jetzt am besten? Die hat 44 Leben. Gut, dann nehme ich mir am besten den hier vor mit 99. Gut, du greifst am besten dann auch den an. Warte mal, mit dir kann ich da nicht. Ja, Poison Arrow. Du kannst da. Dich schicke ich dahin. Du müsstest Tristan angreifen können. Das müsste eigentlich auch reichen. Ich schick den da mal hinterher hoch. So, Bailey, meine Nahkampfsau. Die stecke ich da auch nochmal hoch. Nochmal auf Bertrand. So, den schick ich dahin. Und du kommst da unten hin. Das müsste hoffentlich jetzt... Das müsste da hoffentlich jetzt reichen, dass... Das dann noch nicht. Komm schon, kill. Ja. Die beiden müssten das jetzt ja eigentlich... Jo, reicht. Okay, reicht auch, ja. Gut. Dann... Kannst du noch heilen? Ja, kannst du noch. Gut. Dann heil du mal. Ja, der rennt einfach erstmal wieder hoch. Und ich beende meinen Zug. Gut. Was für ein Spaß liefern die sich da unten jetzt? Oh fuck, jetzt kommen die dann. Da langsam. Aua. Gut. Okay, der hat nur noch 4 Leben. Dann sollte ich vielleicht mal schauen. Kriege ich den irgendwie abgesnackt? Okay, mit denen schon mal nicht. Gut. Kriege ich mit... Ja, mit... Mit Lahal kriege ich ihn abgesnackt. Juhu. Und Lahal würde auch mit Polly klarkommen. Baggins wäre wahrscheinlich problematisch. So. Ingrid und Liberty. Die beiden machen mir ein klein wenig Sorgen. Da. Den mache ich mir ein bisschen Feuer unterm Hintern lieber. Ingrid hat mehr Leben und auf Liberty schieße ich ja sowieso auch schon. Deshalb. Kann ich mit denen dahin? Gut. Kann ich dann... Greif du mal Baggins an. Move. Okay, vielleicht sollte ich... dich dahin schieben. Okay. Dich schiebe ich erstmal dahin. Okay, du kannst da oben jetzt einfach stehen bleiben. Und euch schiebe ich jetzt noch weiter hinterher. Alter, ist schon wieder 14 Minuten... Das ist echt hart. Gut.
would execute and you subdued a specialist. Das ist doch mal schön. Outshaller. Aber. Ich hab's befürchtet. Was? Oh fuck it. Gut, dann schau ich mal. Komm schon, kann ich. Kann doch nicht wahr sein. Gut, 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 gut. Hey, das ist doch nicht fair. Ich kann den tatsächlich nicht retten. Oh, fuck you. Okay. Warte mal. Nee. Halt, ich kann doch noch. Schon wirklich nicht. Verdammt. Dark Flash ist. Wohin? Nee. Nee. Attack, nee, fuck. Ich kann nichts mehr machen. Belly wird drauf gehen. Shit. Okay, gut. Gut, 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 gut. Dann geh du mal hier hin erstmal und wir müssen uns um Ingrid kümmern. So. Du wirst Polly alleine los. So. Mit dir mache ich jetzt Feuer auf Baggins. Dich bewege ich dahin. Du schießt mal auf Baggins. Ah ja, stimmt. Ingrid muss ich irgendwie ja noch loswerden. Verdammt, das hatte ich jetzt gerade nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Gut. Kann ich von hier noch Ingrid angreifen? Fuck, kann ich nicht. Dann stell dich dahin. Und greif Baggins an. Gut. Ingrid. Erstmal execute dann. 12. Die ist weg. 44 Schaden. 50 Schaden. Und das war's. Könnte sogar. You're fucking kidding me, oder? Sag mir nicht, dass ich jetzt da nicht. Du willst mich doch wohl verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Nicht ehrlich, oder? Okay, bevor die mir hier drauf gehen. Beende ich aber lieber die Ebene. Das ist. Ey, wir haben 20 Minuten für eine Ebene gebraucht. Wuhu. Die Ebene geht Gott sei Dank wesentlich schneller. Und die sind auch wesentlich weniger sicher drauf. Das müsste jetzt Ebene 8 sein. Ja, 8 können. 8 vermute ich. Run, boy, run.
Da hole ich jetzt aber auch nicht alle raus. Ich möchte das möglichst schnell. Ich möchte diese Ebene jetzt möglichst schnell und dementsprechend. Ja, 27. Ohne großes Taram-Taram. Jetzt beenden. Deshalb. So. Einmal auf die nächste Ebene. Gut. Da müssen wir hin. Da müssten wir eigentlich auch wieder ohne Probleme hinkommen können. So, Planer, die stelle ich mal dahin. Du kannst mal auf das Geosymbol schießen. Roll Execute. Und Turn. Warte mal, auf dem blauen. Oh, Recovery von 20. Interessant. Gut. Gut, 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 gut. Dann werde ich auf den blauen Endpunkten dann stehen bleiben weiterhin. Das ist jetzt auch sehr gut, weil dadurch kriegen die dort den Schaden ab. Ah fuck, jetzt haben die da auch die Recovery. So. End Turn. Okay. Da komme ich drum herum. Da komme ich drum herum. Oder auch nicht. Okay. Jetzt. Droppe ich da erstmal was und. Hurricane Slash. Also der muss. Cutter. Ah. Der trifft nicht. Der trifft den, nur den hinteren von den beiden. Okay, gut, dann warte ich mit dir erstmal und mach erstmal Execute, um zu schauen. Was ist da gedroppt, da jetzt erstmal macht? Okay, gut. In dem Falle. Nach vorne und. Ja, Bridget angreifen. Ja, enter. Fuck. Nur 9? Aua. Das war so nicht das, was ich wollte. Ganz und gar nicht. Okay. Gut. Dann mache ich am besten nochmal Usagi Drop. Und mit dir mache ich jetzt einfach mal Blazing Knuckle. Execute. Ja, okay. Hat nicht viel gebracht, aber ey. Nette Chain-Hit-Kombo. Oh. Die hat auch nochmal Spaß offenbar gerade. Das kommt zurück. Oh fuck. Ey, wenn Planer jetzt drauf geht, dann habe ich ein Problem. Okay, ein Gauk von 4. Planer, du überlebst das. Ansonsten gibt es hier echt Stress.
Ah, fuck, ich komm nicht... Nee, das bringt nichts. Ich komm da nicht hin. Mist. Autsch, Alter. Aua. Okay. Nochmal Blazing Knuckle. Okay, das mache ich erstmal. Erstmal einmal Blazing Knuckle, komm schon. Das muss jetzt beide killen, bitte. Okay, gut. Safety first. Boah. Ja. Hier ist offenbar nichts Wichtiges, dann... Ah, fuck, den kann ich da also nicht direkt durchschicken. Dann... Andrea ist Level 16. Der ist Level 12. Magnus einmal angreifen. Planer schicke ich hier hin. Du greifst auch Magnus einmal an. Cynthia, ganz wichtig, schicke ich hier hin. Gut. Erstmal Special. Euch beiden. Ellie. Mit dir. Schieße ich auch erstmal auf Magnus. Okay, Edna, du wirst mein Bauernopfer sein. Dich stelle ich dahin. Liz, stelle ich erstmal da nach hinten. Feuer auf André Alpha. Flon wird meine hintere Heilungslinie sein. Kannst auch direkt einsetzen. So, und Beref und Cinzano werden auch die meine Opfer da sein. Ja, das ist gut. Damit ist sie sogar ein Level abwinsen. Ui, null Schaden. Die hat wenigstens ein paar weniger Schaden gemacht. Okay, aber sie hat überlebt. Das ist sehr gut. End turn. Ich habe dafür gesorgt, dass der nicht rauskommt. Offenbar, das ist das, was... Das ist schon mal gut. Aber... Jetzt ist eigentlich schon so... Nee, ich gehe auf Nummer sicher. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich bring die Scheiße jetzt zu Ende. Ja. Boah. Level. Item Level Up of Heal. Floors cleared 0. Floors skipped 4. Levels increased 4. Residence encountered. Also Kill Percentage ist 55%. Residence killed ist 15. Boah, das Ninja Sword hat jetzt 71 Attack. Der ist nämlich mal nicht schlecht. Gladiator 10, Detection 14. Gut. Hallo, Hospital. Hallo, dass ich nicht genug Kohle habe. Gut. Wen muss ich alles am wichtigsten... Wer ist alles am wichtigsten zu versorgen? Flon brauche ich nicht. Edna wäre noch ganz gut. Ja. Das brauche ich eigentlich noch wegen den Spells. Cinzano eigentlich nicht so.
Okay, Ellie mache ich nochmal. Oh, dann habe ich die komplett auf Null. Dann mache ich jetzt nochmal Equipment. Lahal kann jetzt durchgewechselt werden zum Ninja Sword. Warte mal, okay. Nur zum Vergleich. Attack haben wir gerade 43, Hit haben wir 89. Und Spezial Damage. Okay, das macht einen kleinen Unterschied. Intelligenz geht runter, aber das brauchen wir nicht. Das macht mal einen kleinen Unterschied. Aua. Das nenne ich mal Spaß. Okay, wir haben... Ja. Wir haben jetzt das Ninja Sword von Lahal endlich aufgewertet bekommen. In der nächsten Folge versuche ich dann den wahrscheinlich nächsten Bosskampf, welcher jetzt als nächstes kommen wird, gehe ich mal von aus, zu machen. Das dürfte aber mit unserer derzeitigen Truppe, denke ich, also ich würde mich wundern, wenn das jetzt wirklich ein Problem darstellen würde. Also Lahal Level 13 mit dem netten kleinen Schwert und den neuen Stats. Planer, welcher auch Level 13 ist. Okay. Wow. Die Stats von Lahal sind jetzt nicht ganz so schlecht. Und ja. Das würde mich doch ein bisschen wundern, wenn das jetzt da großartig mir die Probleme aufweisen wird. Wie viel hat Lahal jetzt eigentlich in Schwert? 8. Okay. Wow. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.